Hallo und herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas aus der Sky Schacht der Kinderrunde. Let's Play Kung Fu Panda! Und letztens haben wir die beiden Mädels hier gespielt, meine beiden Schnüffelis. Ich muss noch ein bisschen was recht nehmen. Entschuldigung. Und ja, wir gucken mal, wie weit sie sind. Spielladen. Wir sind jetzt hier und drücken einfach mal A. Es wird geladen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas wiederholen müssen. Turnier des Drachenkriegers. Po kann auch an Vorsprüngen entlang hangeln. Oh, da kommt ja jetzt der dritte Kinofilm, kommt jetzt demnächst raus. Mega sweet, freue ich mich schon drauf. Ich hoffe ein bisschen, dass es ein schnelles Let's Play hier sein wird, dass wir jetzt nicht allzu viel an diesen Folgen verschwenden, weil demnächst großartige Spiele vor der Tür stehen. Okay. Upgrades. Und die Attribute. Was haben wir denn? 308 Münzen haben wir. Wir sehen, wir können auf jeden Fall ziemlich viel reinklatschen. Ich würde jetzt erstmal überall so eine die Standardfähigkeiten aktivieren, damit wir die erstmal haben überhaupt. Damit seit wir überall ein bisschen besser sind und dann können wir uns jetzt mal kurz gucken. Ich würde sagen, am Anfang so ein bisschen Leben halt. Klatschen wir noch was hier eine Chi-Stufe drauf. Und schneller Angriff. Starker Angriff. Blocken, werfen. Blocken nochmal hoch. Was machen wir noch? Was kostet die Welt? Jonglieren. Hätte jetzt nicht für so nötig. Das sind anscheinend die wichtigsten hier, weil die Attribute am meisten kosten. Sprungangriff, schnell, schnell, stark, Stufe 2, 3 Handvoll Zorn. So, das machen wir jetzt erstmal so. Ah, fuck. Ja, nochmal. Entschuldigung. So, so, so. Ich muss mal kurz hier, es ist unglaublich, ich muss mein Mikro ein bisschen weiter. So. Dann haben wir gesagt, hier und hier haben wir es verbessert und dann haben wir das und das verbessert hier. Ist das korrekt? Nee, den habe ich glaube ich nicht verbessert. So habe ich das gemacht, ne? Ja. Bestätigt. Gehen wir zurück. Panda-Techniken haben wir hier auch ein paar. So, dann haben wir jetzt alles auf Stufe 1 gemacht, damit wir auch dort die Fähigkeiten besitzen. Auch hier akzeptieren wir Outfits. Haben wir jetzt nicht die Kohle für. Ist auch nicht so wichtig. Und nächstes Level. Hauptsache, wir haben jetzt mal ein bisschen fähigkeitstechnisch ein bisschen. Hier geht die Legende vom Drachenkrieger richtig los. Okay. Also Meister Oogway war sich sicher, dass das Universum den Auserwählten geschickt hat. Aber Meister Shifu war nicht so überzeugt. Er glaubte nicht wirklich, dass der Krieger der war, der er sein sollte. Er dachte, vielleicht sei das alles eine Art Unfall. Dasselbe dachten auch die fünf. Eigentlich war sogar der Held etwas überrascht. Aber als der Krieger die furiosen fünf endlich in Aktion sah, oh yeah! War er sich absolut sicher, dass er am richtigen Platz war. Ein bisschen überrascht also nur. Mhm. Etwas überrascht. Level 0. Fangen wir doch bei Level 0 an. Level 0 ist gut. Es gibt kein Level 0. Wow! Hast du das gerade gesehen? Konzentration. Du wirst hier anfangen. Mit diesen Kampfdummies. Oh, okay. Ich habe gerade gegessen und verdaue noch. Mein Kung-Fu ist also vielleicht nicht so gut wie später. Schlag einfach drauf. Wenn du einen Dummy erledigt hast, zünde ich eine Fackel an. Wenn alle Fackeln brennen, gebe ich ein Zeichen und die Tür zum nächsten Bereich geht auf.
verstanden? Absolut. Okay. Gut, wir können so hochhangeln. Was ist das denn? Ich muss nach links drücken, damit er nach rechts guckt, oder was? Hier ist die Steuerung konvertiert. Ich muss... Einen Augenblick. Kamera. Jetzt ist richtig. Boom. Tja, da brennt schon eine Fackel, ja? Manche Gegner sind schnell. Du musst also schnell zuschlagen. Setze schnelle Angriffe ein, um diesen Dummy-Typ zu zerstören. Und blocke, um dich gegen deine Angriffe zu verteidigen. Wie block ich denn? So block ich. Oh, manchmal wirst du über enge Stege laufen müssen. Lehne dich dabei nach links und rechts, um die Balance zu halten. Balance? Was ist denn eine Balance? So klärt mich auf, Meister Schiebe. Selbst in diesem Winkel kann... Was soll das denn? Okay. Auf. Manche Gegner sind stark und man kann ihnen nur mit starken Angriffen etwas anhaben. Setze starke Angriffe gegen diesen Dummy-Typ ein und weiche aus, um seinen Angriffen zu entgehen. Ich guck mal an. Boah, kannst du da einen Rückwärtssalto, der Po? So, wo er noch gar nicht trainiert ist. Das ist dein Basistraining, Dummy. Du kannst ihn mit jeder Art Angriff zerstören. Schlag ihn vor. Boom, Alter. Hab ich mir weggesmashed alles. War kein Problem für mich. Was? Halt auf! Halt's ab, Alter. So. Okay. Für einen geladenen, starken Angriff. Halte und lasse starker Angriff los. Gut gemacht. Gut, Alter. Ich weiß, ich bin der Beste. Setze das Panda-Beben ein, um Gegner in Reichweite umzuwerfen. Panda-Beben! Ja. Zerstöre die übrigen Dummies, um fortzufahren. Das war schnell, schnell, schwer auszuführen. Okay. Ha! Ausgezeichnet! Jongliere, um einen Gegner in die Luft zu schlagen. Okay. Jongliere weiter mit einem getimten, starken Angriff. Oder mach einen schnellen Angriff. Den Feind nach vorne zu schlagen. So ist er recht vor. Tja, ich bin halt der Beste. Kannst du in der vorgegebenen Zeit. Wir müssen noch was anderes nachgucken. Entschuldigung. Alle Trainingsdummies zerstören. Mal sehen. Okay, na ja. Gut. Gut. Das ist jetzt ziemlich einfach. Im Endeffekt. Alles schnell fertig machen. Oh. Ist vielversprechend, Panda. Danke, danke.
Sind wir hier? Glückwunsch! Du hast eine seltene Münze gefunden. Damit wird im Extras Menü etwas Besonderes freigeschaltet. Besonderes freigeschaltet! Wuhu! Wir sind halt was Besonderes, ne? Wenn wir uns anders sagen. Kurz. Stimmt nicht mit dem, Alter. Was sind wir hier? Was? Du glaubst also, du bist der Drachenkrieger. Hör zu, nichts gegen Meister Oogway. Und ich weiß nicht, wie du so weit gekommen bist, aber lass es mich mal so sagen. Ich glaube, mein Rekord ist sicher. Kannst du die Rekordzeit von Tigress in der Erdkammer schlagen? Ja, kannst du die Rekordzeit von Tigress beim Zerstören aller Trainingsdummies in der Erdkammer schlagen? Das weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Okay. Was war das denn für eine geile Aktion? Die war nicht geplant. Nice, ich muss hoch. Okay. Okay. Hab ich's geschafft? Er ist viel größer, als ich mich erinnern kann. Erinnern kann? Wie erinnern? Hä? Was da warst du? Okay, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich weiß es nicht. Na, sieh mal einer an. Nicht übel. Für einen Panda, meine ich. Danke, Meister Monkey. Wow, ich habe gerade Meister Monkey gedankt. Aber der letzte Raum war nur die Aufwärmrunde für den hier. Ich will sehen, wie du meinen Rekord brichst. Kannst du Monkeys Rekordzeit in der Windkammer schlagen? Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, glaube ich. Das war jetzt nicht so geplant. Okay, los, hol mit dir, du Affe. Ich weiß, du schaffst das, Bo. Danke, danke. Wer war das? Wer spricht da mit mir? Keine Ahnung. Weiter geht's. Stirb halt einfach. Gute Arbeit! Akzeptiere meine Autorität. Ich habe keine Ahnung, ob ich es geschafft habe oder nicht. Okay, das war jetzt nicht so geil. Nein! Ah, fuck. Okay. Was mache ich? Das war so vor, aber funktioniert nicht. Alter, was? Okay, vergiss es. Das war irgendwie so unepisch. Tu mal das mal sein. Schiefen. Tja, weil es ein Schiefer scheiße ist, hä? Oh oh, jetzt geht's los, glaube ich. Oh.
Suchst du mich, Paul? Viper! Wow! Ihr kennt sogar meinen Namen. Natürlich tue ich das. Aber ich fürchte, deine Glückssträhne ist zu Ende. Das ist mein Raum und mein Rekord. Beides ist unschlagbar. Wow. Kannst du Vipers Rekordzeit in der Feuerkammer schlagen? Es ist schwierig jetzt. Feuerkammer ist ein bisschen nicht was anderes. Oh! Oh! Dieser Raum ist gefährlich. Alter, verreck du Lappen von einem Hanswurst. Okay. Wow! Okay, muss gucken, wo die Motherfuckers sind. Zack, Alter. Aua, heiß! Entschuldigung, Bo. Okay. Sorry, Bo. Bam, bam, Alter. Ins Phrasen, Alter. Renn nicht rein, renn nicht rein! Mann, Mann, Mann. Schnell, 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 schnell. Lass uns beeilen. Ach, jetzt. Geh da durch. Nein, stopp, halt, doch, nein. Los, hoch mit dir. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Man hat mich das jemals abgehalten. Aua, aua. Oh, warte, warte, warte. Boom, Alter. 4 von 4 Rekordzeiten geschlagen. In your face!